Werte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Sword, Schwerter des Zwielichts. Wir sind mit Emiko in Phelanka unterwegs und suchen gerade Steckbriefe, damit wir die alle geholt haben. Und ich bin jetzt wirklich nochmal ewig lang durch die Gegend gelaufen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange. Ich bin gerade auf jeden Fall ganz schön aus der Puste, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich nur ein paar Minuten aufnehmen und wahrscheinlich nur die Steckbriefe holen, dann einfach hoffen, dass ich danach irgendwo speichern kann. Hier oben geht es nämlich weiter, hier oben waren wir bisher noch gar nicht, was in Anbetracht dieser Wache hier wahrscheinlich auch verständlich ist. Der ist schon ziemlich hyperaktiv, der Typ, ob wir uns hier unter dem Fass verstecken. Ja, okay, den können wir uns einfach verstecken. Hier ist Steckbrief Nummer 14. Und Steckbrief Nummer 15, der ist auf der Map, auf der wir gerade eben waren. Ich werde es euch gleich zeigen. Moment. So, es wird nämlich so langsam auch schon ganz schön spät, muss ich zugeben. Ey, come on, dude. Wie zum Teufel hat er mich jetzt gesehen? Na gut, dann zeige ich euch jetzt erstmal noch den letzten Steckbrief, denn der ist wesentlich einfacher zu holen. Und zwar befindet er sich nämlich, ja, ihr habt da hinten wahrscheinlich schon Blink gesehen. Hier unten befindet er sich nämlich. Dann holen wir erstmal den. Ich denke mal, das sollte das alles schon ein bisschen einfacher machen. So, speichern wir direkt nochmal ab, denn wir haben ihn ja geholt. Den habe ich offscreen dann auch verhältnismäßig schnell gefunden. Hat ungefähr 20 Sekunden gedauert, weil ich dachte mir so, Moment, habe ich mich da unten schon umgesehen? Man kann da unten im Übrigen auch noch eine Map weitergehen, aber es bringt einem nichts. Also da unten ist kein Zettel. Ich habe den letzten, also den hier habe ich ja wirklich echt lange gesucht. Und irgendwann bin ich so auf die Idee gekommen, Moment, ich kann ja eigentlich auch nach da unten gehen. Und dann ist mir aufgefallen, nein, da unten ist nichts, Steckbrief erhalten. Puh, damit haben wir mindestens 15. Jetzt sind wir bereit, wieder zurück zu Dingsbums zu gehen. Wer ist da noch gleich? Seto. Ich bin so kaputt. Ich vergesse ja schon alle Namen. Ich bin noch durcheinanderer als sonst und es tut mir leid. So, der arme Christian, der wird jetzt überspeichert. Leute, ihr seht es, 15 Steckbriefe. 15 Stück. Wir haben alle gefunden. Wir haben alle gefunden. Schweiß und... Nein! 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 Oh nein! Wen haben wir denn da? Der ist auf der Luftpirat. Versuch's erst einmal mich zu. Ja, hinterhältig überlistet. Oh, es läuft also tatsächlich auf selbe hinaus. Wir sind. Ja. Wir sind ihm in die Arme gelaufen. Ach Junge. Du glaubst das doch nicht ernsthaft, du doofer Vollidiot. Lass uns doch hier in Ruhe. Okay, gut. Alle Wege führen nach Rom, merke ich gerade. Das jetzt aber tatsächlich wirklich schon echt sehr spät für mich ist und ich wirklich noch ein paar Reise ins All aufnehmen muss, mit dem ich dann hoffentlich nicht zu fertig bin, mache ich hier jetzt an der Stelle erstmal Schluss, einen kleinen Cut sozusagen, und wir sehen uns dann gleich wieder. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Nach dem Cut. Da war ja was. Das ist ja gar kein neuer Part, das geht ja einfach nur hier weiter. Da, wo wir auch schon vor einiger Zeit hätten weitermachen können, finde ich ein bisschen schade, muss ich tatsächlich gestehen, dass wir so oder so ins Gefängnis gelangen. Ich hoffe mal, es hat sich trotzdem irgendwie gelohnt, diese ganzen Steckbriefe einzusammeln. Wir sind schon wieder weg. Okay, vielleicht auch nicht. Schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Bei diesem Gestank kann ich mir schon denken, was da drin hinterlassen wurde. Die Hinterlassenschaften der Vormieter des Gefängnisses. Es ist die gleiche Vorrichtung wie bei der Zellentür damals bei Klasko. Ich könnte sie leicht aufbrechen, wenn die Wachen mir nicht meine Dietriche weggenommen hätten. Tja, es ist eben nicht immer so wie ein Chrono Trigger, wo wir einfach noch unser Equipment behalten und die Wachen danach provozieren können. Sieht mir nicht so sehr bequem aus. Da bevorzuge ich doch lieber Setos Sofa. Das haben die ganzen armen Leute in den Mac and Blue Häusern alle und die scheinen damit eigentlich ganz gut klarzukommen. Okay. Okay, mit der Wand zu interagieren. Scheint ihn ein Event auszulösen. Na klasse, das hat mir noch gefehlt. Was mache ich jetzt? Keiner weiß, dass ich hier bin. Was hätte jetzt Glasgow getan?
Ah, ich trottel! Dir geht es anscheinend so wie mir. Eine junge Frau. Hä? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er noch jemand ist. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Schon gut. Aber wie meintest du das vorhin? Sollst du etwa auch hingerichtet werden? Ja. Wegen was? So ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich war auf Reisen mit meinem Schuka, bis ich im Wald Phalankas ankam. Eine Wachpatrouille hatte mich aufgehalten und schon landete ich hier. Na, wegen etwas Simplen werden die dich nicht eingesperrt haben. Naja, gut, ich meine, so gesehen. Okay, bei Emikos Bande kommt eben dazu, dass es wiederholtes Verbrechen ist, aber ich meine, letztlich haben die ja auch nichts anderes gemacht außer Mundraub und, gut, die werden ab und zu mal ein paar Wachen verletzt oder sogar getötet haben, aber das hat sich wohl scheinbar nicht vermeiden lassen. Naja, du musst nicht darüber reden. Du wurdest gesucht, nicht wahr? Weil du einer der Luftpiraten bist. Dafür, dass du im Gefängnis sitzt, weiß ich aber eine ganze Menge. Scheinbar ist sie auch noch nicht so besonders lange hier. So sieht's aus. Nun ja, kein Wunder. Ihr habt ja auch sämtliche Städte bestohlen, alle auf der ganzen Welt. Wir haben nur Zeug zum Überleben geklaut. Gibt es denn keine Alternativen für euch? Nicht wirklich. Wir leben am Existenzminimum, da wir nicht selbst unsere Nahrung anbauen können. Zudem besteht unsere Bande aus Leuten, die politisch verfolgt werden. Ob gerechtfertigt oder nicht, wir wollen einfach nur unsere Ruhe vor Mikan haben. Ihre Regeln gehen uns gegen den Strich. Verstehe. Es ist interessant, das von jemandem von den Luftpiraten zu hören. Die meisten Leute verachten euch wegen eurer Taten. Ehrlich gesagt juckt uns das wenig. Solange wir unter uns sind, können wir überleben. Aber irgendwas muss ja passiert sein, da du nun hier sitzt. Das stimmt. Es sieht so aus, als ob wir einige Zeit hier bleiben müssen. Solange können wir uns ja ein wenig unterhalten, damit uns nicht so langweilig wird. Okay, warum nicht? Gut, ich heiße übrigens Kim. Wie ist dein Name? Man nennt mich Emiko. Aber du kannst mich auch David nennen. Emiko erhält 150 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Wahrscheinlich dafür, dass wir die Steckbriefe eingesammelt haben. Sind 150 Erfahrungspunkte überhaupt viel? Gibt nicht irgendwie jeder Gegner, den wir besiegen, mehr? Da hätte ich mich irgendwie sowas wie 1500 zum Beispiel mehr gefreut. Na gut. Was hast du nun mit dem Banditen vor, Seto? Willst du ihn ewig hier verstecken? Unsinn. Sobald sich die Situation beruhigt hat, wird er weiterziehen. Vor meiner Schicht werde ich schauen, was los ist. Und je nachdem kann er dann vielleicht heute Abend gehen. Und warum tust du das? Du bist dem Kerl zu nichts verpflichtet, oder? Das nicht. Aber ich musste daran denken, wie Christian reagiert hat, als er ihn sah. Er war so glücklich, seinen verlorenen, geglaubten Sohn wiedergefunden zu haben. Umso trauriger für ihn war es, dass Emiko sich entschied, zurück zu seiner Mannschaft gehen zu wollen. Allerdings sieht er ein, dass es seine Aufgabe ist, Venaris zu reparieren. So als Nachfolger. Naja, ich meine, das ist auch ein super cooles Schwert, ne? Also ich meine, wer hätte nicht gerne so eine super mächtige Waffe, die nur ein Mensch auf der Welt führen kann, und zwar mein selbst so ungefähr, ne? Aber ich glaube, das ist ihm nicht wirklich bewusst. Er tut es anscheinend, weil es seine Schuld war, dass das Schwert zerbrach. Selbst das zeigt, dass er von Grund auf kein schlechter Mensch ist. Denn wenn es so wäre, könnte ihm die Sache egal sein. Ich wollte nur sicher sein, dass mein Gefühl sich da nicht irrt. Deswegen helfe ich mir ein wenig. Ja, damit gehört Emiko tatsächlich zu diesen Menschen, die, von denen es mehr geben sollte, von denen es aber tatsächlich keine gibt. Nämlich die Nicht-Arschlöcher. Verstehe. Meinst du, er schafft es? Sagen wir es so. Für das Wohl der Welt wäre es wichtig, dass er es schafft. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er es im Alleingang vollbringen wird. Oh, komm schon, Seto, wir wissen doch alle, was das heißt. Schließ dich unserer Party an. Ihr hattet doch beide schon Punkte über euren Köpfen, denn ihr habt dasselbe gedacht. Schließ dich der Party an, Seto. Dauerhaft. Nun ja, ich werde ihn mal wecken. Okay, tu das. Oh, das wird jetzt aber gleich eine große Überraschung. Also nicht für mich, aber für Seto auf jeden Fall. Ach, da sieht man auch mal sehr schön, dass er lange Haare hat. Wie gesagt, das ist mir vorher gar nicht so wirklich aufgefallen. Verdammt, wo ist der? Hat er die Wohnung verlassen? So dumm kann doch kein Mensch sein. okay, wir dürfen Seto steuern. Fancy. Und auch Seto hat eine neue Fähigkeit gelernt.
Und zwar sogar mehrere Sachen. Elementarschock fügt einem Feind Schaden entsprechend 130% des Waffenschadens als Elementarschaden zu. Das Element des Schadens, okay, entspricht dem Element ist gerade, ja. Zum Handwerkszeug eines Magiers gehört ein Spruch, der das Element in einem gezielten Angriff bündelt. Das und ein Zauber zur Beschwörung von Kleingeld. Theorie von Zauber und Magie, Kapitel 3. Sehr schön, ja. Das ist tatsächlich so eine Frage, die ich mir auch schon des Öfteren gestellt habe. Ich meine, in jedem Rollenspiel, in jeder Fantasy-Welt, was auch immer, gibt es wirklich so super krasse Zauber. Ich meine, man kann eine Armee von Untoten beschwören. Man kann irgendwie Feuerregen niederprasseln lassen. Man kann die Zeit langsamer machen oder sogar komplett durch die Zeit reisen. Aber sich einfach mal ein bisschen Geld herbeizaubern, das gibt's tatsächlich eher selten. Kosten 45 Energie. Das geht sogar noch. Und das hier ist Elementar Nova. Fügt einem Feinden Schaden entsprechend 80% des Waffenschadens als Elementarschaden zu. Ja, das ist wie damals, als ich deine Freunde fertig gemacht habe. Das hat so richtig, aus einer Hinterhofgeschichte, das hat so richtig, ja. Ja, was hat's denn? Spaß gemacht oder nur gesessen? Oder hättest du ruhig noch ein bisschen weiter ausführen können? Ja gut, dann das, hä? 80% des Waffenschadens? Aber das macht doch 130. Das ist jetzt, das Waffenschadens, das greift das physisch an? Oder, ich bin mir jetzt gerade nicht so wirklich sicher. Generiert 30 Energie, ja, okay, cool. Ich bin mir jetzt gerade aber trotzdem nicht so wirklich sicher, muss ich das ja auch frei. Was habe ich jetzt gemacht? Moment, habe ich den Zauber einfach nur verbessert? Oder wie, oder was, oder, ich bin gerade verwirrt. Ich befinde mich schon wieder zu lange im Menü. Wir werden sowieso wahrscheinlich in naher Zukunft nicht kämpfen, sondern wir müssen ja erstmal irgendwie ein Mikro finden. Und vielleicht haben wir jetzt die Gelegenheit dazu, uns einfach mal ein bisschen in der Stadt umzuschauen, ne? Blackie sitzt wie immer auf ihrem Stammplatz. Ach ja, schöne Erinnerung. Blackie. Ist das eine ausgestopfte Katze? Oder ist es... Nein, es wird wahrscheinlich einfach nur ein Plüschtier sein. Ich sollte nicht so morbide Gedanken haben, wobei es natürlich auch genug Leute gibt, die sich ihre Haustiere ausstopfen und sich dann zu Hause hinstellen. Also von daher. Mal sehen. Alles so, wie ich es reingestellt habe. Sehr gut. Also keine Sorge, ich habe das nicht gemacht. Das einzige Haustier, das ich jemals hatte, das war ein Fisch. Und weil ich damals ein kleines Kind war und meine Eltern auch nicht wollten, dass dieser Fisch irgendwie überlebt, das war ein Kampffisch. Eigentlich ziemlich cool. Ich war halt klein, hatte keine Ahnung davon. Meine Eltern wollten halt sowieso nicht, dass ich ein Haus her habe. Also ist der Fisch halt logischerweise irgendwie nach 3 oder 4 Tagen gestorben. Weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau. War natürlich ein bisschen schade. Der wurde danach erstmal am Klo runtergespült. Ja, eine sehr würdige Beerdigung. Nichts mit Ausstopfen. Auch hier alles sehr schön geordnet. Vielleicht sollte ich morgen den Schreibtisch abstauben, damit Terry weiter an ihrem neuen Roman arbeiten kann. Sehr schön. Ich glaube, das haben wir aber schon, genau, stimmt, das haben wir schon erfahren, dass wir, glaube ich, sogar zusammen an etwas arbeiten, also Seto und Cherry. Ach, ein Speicherpunkt. Sehr schön, ihr seid meine besten Freunde in dieser einsamen Welt. Im Moment muss ich niemanden anrufen. Chris soll nicht verunsichert werden, was mit seinem Sohn passiert ist. Ich muss schon lachen, wenn ich das nur lese. Ich wäre gar nicht so richtig darauf gekommen, aber ja, es ist eigentlich eine verdammt gute Idee. Los, lass uns Chris anrufen und ihm sagen, oh mein Gott, David ist weg. Er ist plötzlich verschwunden. Ja, der war heute Nacht bei mir und wollte hier nur übernachten und jetzt ist er plötzlich nicht mehr da. Der wurde doch bestimmt geschnappt, oder was meinst du? Hallo? Christian? Bist du doch da? Ach, nein. Maximal episch. Aber Moment, ja gut, in die ganzen... Sind wir jetzt wirklich erst dann mit Zetto allein unterwegs und auf uns allein gestellt? Das kann dauern. Okay, in die Wohnungen können wir scheinbar gar nicht rein. Aber können wir mit diesem Briefkasten interagieren? Nein, können wir nicht. Ach Mann. Ich hätte gerne mit einem Briefkasten interagiert und erstmal ein bisschen Post rausgenommen. Ja, stimmt. Die Briefkästen sind direkt vor den Wohnungen. Das ist ja interessant. Aber wir haben... Wozu klingeln und Terry unnötig aufschrecken, wenn ich einen Schlüssel habe? Alles klar, bei den anderen Leuten müssen wir klingeln. Das ist wirklich wie in einem Horrorspiel. Cool. Also, in vielen Horrorspielen geht es eben auch so. Ich habe irgendwann mal Haunted Horror das Anwesen gespielt, dann waren wir dann am Ende in einem Apartment und egal. Ich sollte vorerst nicht den Nachbarn nach Emiko fragen. Das sollte meine letzte Option sein. Deine letzte Option? Ey, da war ein NPC mit einem Ausrufezeichen direkt vor unserem Haus.
Und ich kenne mittlerweile die ganze Stadt, weil ich hier kreuz und quer durch die Gegend gelaufen bin. Wir werden uns alles angucken, Seto. Alles. Naja, alles, soweit du es zulässt, meine ich. Ich sollte vorerst nicht die Nachbarn nach Emiko fragen. Das sollte meine letzte Option sein. Ja, gut, okay, da wird er wahrscheinlich hier bei jedem nur dasselbe erzählen. Gehen wir lieber nach draußen und reden mit diesem kleinen Jungen, der ein Ausrufezeichen über dem Kopf hat. Ein Zeitungsjunge. Oh Mann. Was ist los mit dir, Junge? Werter Herr, ich stecke in einem Dilemma. Ich soll für die Falanka-Zeitung Altpapier sammeln, aber ich schaffe das einfach nicht. Ich muss unbedingt für eine Klausur morgen lernen, aber mit dieser Aufgabe ist das ein Unding. Ich kenne da zufälligerweise jemanden, der genau richtig für diesen Job ist. Können Sie mir helfen? Sie sollen es auch nicht umsonst machen. Wird erledigt. Sehr freundlich von Ihnen, werter Herr. Das Altpapier finden Sie überall in Falanka. Viele Bürger werfen die alten Zeitungen leider nicht in die vorgesehenen Mülltonnen, sondern lieber auf die Straße. Ja, ja, du kleiner Junge mit Moralbewusstsein. Je mehr Sie finden, desto besser. Diesen Quest hatte ich doch schon mal. Nun gut, mal sehen, wie viele ich finden werde. Quest angenommen. Das ist wahrscheinlich dieses Zeitungspapier, das wir hier schon überall gesehen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich den Quest hier einfach komplett machen soll. Gewöhne Wache dann an, die da fragen. Ey, hast du wirklich die Miko gesehen? Ein Schüler. Das ist so toll. Wenn ich groß bin, will ich auch in der Mikan-Armee sein und Domina von den Magiern beschützen. Vor den Magiern beschützen. Diese bösen Magier, die wir bisher irgendwie selber sind und gar nicht so böse. Ich meine, guckt euch Seto doch mal an. Ist das ein böser Magier? Seto sieht wirklich überhaupt nicht nach einem Magier aus. Was ich natürlich sehr cool finde. Also ich meine, ich mag nichts weniger als diese Klischee-Magier mit spitzem Hut und irgendwie so komischem Mantel und so einem Quatsch. Seto hingegen sieht ziemlich cool aus und ja. Charset gefällt mir sehr gut. Ich will ihn eigentlich nach von vorne zeigen, aber ist genau so. Guten Tag, wenn Sie ein Anliegen. Gab es irgendwelche Vorkommnisse? Es ist nicht gestattet, Zivilisten interne Informationen preiszugeben. Wenn etwas passiert, wird die Falanka-Presse darüber berichten. Natürlich, verzeihen Sie mir. Sonst verhalten sich die Wachen doch nicht so zurückhaltend, wenn sie eine große Errungenschaft haben. Sehr verdächtig. Eine große Errungenschaft erlangt haben? So, ich habe nichts in der Schule zu suchen. Ah, eine Schule ist das. Ein Bahnhof. Als ob die Leute hier schon Züge hätten. So weit ist der Steampunk dann doch noch nicht fortgeschritten. Denke ich. Denke ich. Und eine Lehrerin haben wir hier. Viele Eltern sind dagegen, dass wir den Kindern bereits etwas über Drakan erzählen. Aber solch einen wichtigen historischen Fakt kann man einfach nicht ignorieren. Je früher sie etwas darüber erfahren, desto besser. Die Regierung erzählt den Leuten wahrscheinlich so etwas wie: Drachen gibt es nicht. Nein, Drachen existieren nicht. Ja, das ist ja auch in diesen ganzen Filmen, die sozusagen in der realen Welt spielen und dann plötzlich Drachen auftauchen, immer so ein Standardspruch. Kommt ja demnächst auch wieder ein neuer Film in Anführungsstrichen ins Kino, Elliot, das Schmunzelmonster, als Realfilm mit CGI-Drachen, der wahrscheinlich auch nicht sprechen wird. Naja, Hashtag Disney oder so, ne? Eine Schülerin. Heute haben wir in Geschichte durchgenommen, dass ein Drache unsere Welt bedrohte. Das war bestimmt furchtbar. Das glaube ich dir nicht. Ja, ich meine, unser Vater, also ich meine mein Vater, also ich meine Setos Vater war da und... Diese Woche haben wir Projektwoche, deswegen haben wir auch wenig Stunden. Genau, das ist eine gute Ausrede dafür, weswegen sich die ganzen Schüler draußen aufhalten dürfen. Diese zwei Schüler oder so, die ich jetzt hier draußen gesehen habe. Das waren tatsächlich nicht besonders viele, die da freien Ausgang haben. Verschlossen. Lame, wer schließt denn heutzutage noch seine Haustür ab? Also, wenn die Welt genauso ist wie in den ganzen Sitcoms, die ich mir als Kind immer angesehen habe, dann ist doch jede Tür einfach offen und man muss so klopfen oder klingeln und danach darf man hinein. Karin, was habe ich dir gesagt? Du sollst keine Magie nutzen. Aber Mama, es ist einfach passiert. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ich weiß, das glaube ich dir auch. Aber ich will dich nicht verlieren. Nachdem die Soldaten schon deinen Vater mitgenommen haben. Ich weiß. Traurig, sowas. Nein, Seto, kein Mitgefühl zeigen. Das macht dich menschlich. Ich lasse sie besser alleine und tue so, als ob ich nichts gehört hätte. Okay, schade. Ich hätte gerne mit ihnen gesprochen. Aber na gut, das müssen wir uns dann wohl für später aufheben.
Ich hatte zwar gesagt, dass ich mich hier in der Stadt jetzt mittlerweile auskenne, aber ich muss ja trotzdem mit allem und mit jedem interagieren und gucken, ob ich hier irgendwie vorankomme. Und hier sind alte Zeitungen. Oh mein Gott, die habe ich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit schon völlig ignoriert, falls irgendwo welche rumlagen. Dann schaue ich hier nochmal durch die Gegend. Ja, hier zum Beispiel. Alte Zeitung. Ich wusste doch, dass ich irgendwo eine übersehen habe. Mindestens eine. Liegen bei der Schule alte Zeitungen rum. Das muss alles genau untersucht werden. Ihr merkt schon, mein Spieltempo ist, so wie es sich für meine Verhältnisse gehört, sehr entspannt. Ich nehme mir extra viel Zeit. Ich will jetzt aber auch alles erkunden. Also jetzt, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin ein bisschen angepisst darüber, dass ich mit dem Pilzquest damals verkackt habe. Und dass ich ihn mir eben so offensichtlich verkackt habe. Na, auf der anderen Seite, ich kann einfach nicht anders, als bei Gegenständen Enter zu drücken. Bei allem und jedem. Das ist wie so ein kleiner Tick von mir, wenn ich ein Spiel spiele. Also in anderen Spielen muss man dann natürlich die linke Maustaste drücken. Oder STRG oder was auch immer. Gibt ja allerlei verschiedene Knöpfe. Aber ich liebe es einfach, mit meiner Umwelt komplett zu interagieren und naja, vielleicht konnte man die Pilze ja auch verkaufen, darauf habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich geachtet. Könnt ihr was dazu in die Kommentare schreiben. Mittlerweile müsst ihr das Spiel auch ein bisschen gezockt haben. Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch angefangen haben, ein bisschen öfter auszustrahlen. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so wirklich sicher, wie das am Ende genau läuft. Denn ich nehme das Spiel gerade eigentlich ziemlich krass aneinander auf, ohne dass ich bisher irgendwie auf Kommentare eingegangen bin oder... Ja, eigentlich bin ich im Let's Play, habe ich noch nicht mal den schlimmen Part in Anführungsstrichen ausgestrahlt, wo ich ein bisschen so ungefähr auf der Geschichte rumhacke. Aber ja, ansonsten eigentlich alles cool. Neuigkeiten werden in die Mittelspresse weitergegeben. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Dieser Van Mack-Witz, der wird auf jeden Fall auf ewig in mir stecken bleiben. Aber ich denke mal, er ist schon ein ganz sinnvolles Template für normale Wachen und ich spreche ich das immer noch ein bisschen anders. Also betone es ein bisschen anders, meine ich. Herr Verkäufer. Ich grüße Sie. Benötigen Sie praktische Utensilien für das Handwerk? Ehrlich gesagt habe ich kein Händchen dafür. Oh, na dann, verschwinden Sie bitte, mein Herr. Denn dafür wird dann wahrscheinlich später ein anderes Partymitglied zugange sein, verantwortlich sein. So. Verkäuferin. Hallo, Interesse an Obst und Gemüse. Ich bin gerade unterwegs zur Arbeit. Im Moment also nicht. Doch, gerade unterwegs auf dem Weg zur Arbeit. Ich meine, da ist ein Händler, der keine Schlange hat, ja. Da würde ich instant anhalten, schnell Warnlicht anmachen, aus dem Auto aussteigen, ja. Und mir einfach mal schnell noch ein paar Bananen, Äpfel und keine Ahnung, was wir noch so alles da ankaufen. Ich darf mich hier in der Stadt auf jeden Fall nicht... ich kann nicht reingehen. Ah, das ist das Wachenbüro. Bitte sprechen Sie mich vor den Tresen an. Ja, der sagt uns denselben Spruch wie alle anderen Mikan-Soldaten. Okay, damit ist es ja nun wirklich mehr als offensichtlich, dass sie Emiko festgenommen haben und da versuchen möchten, ein großes Geheimnis draus zu machen, was natürlich nicht funktioniert. Alte Dame mit Hund. Früher hatte Mikan eine andere Länderfahne, aber nachdem sie Drakan vernichtet haben und die Weltherrschaft an sich nahmen, änderten sie das... Wow, die Weltherrschaft. Geil, ey. Wundert wohl auch niemanden, dass das Symbol einen Drachen darstellen soll. Ja, das Thema wird in sehr vielen Büchern in unserer Bibliothek abgedeckt. Ja, ein Drache, der sich irgendwas Rotes schlängelt, soll der durchbohrt worden sein oder so... Ist echt schon ziemlich dreist, ja. Ich meine, ich frage mich, wie das genau ablief. Die Welt war sozusagen, ich sag jetzt mal, ausgeglichen. Dann kam der Drache, hat alles ins Chaos gestürzt. Dann kamen Alex und Christian, haben den Drachen besiegt, hatten aber kein Interesse an Ruhm und so weiter. Und dann kamen einfach die Leute von Mika und haben gemeint, ja, wir haben den Drachen besiegt. Weltherrscher. Ich würde echt gerne wissen, wie das genau abgelaufen ist. Felix, ein Mann mit einem Namen. Oh, grüß dich, Seto. Wo warst du die letzten Tage? Grüß dich, Felix. Ich war für einen Tag in Hangard. Oh, warst du bei deinem Vater? Nein, nicht wegen ihm. Ich habe Christian einen Besuch abgestattet. Ah, verstehe. Übrigens, ich habe neue Bücher bekommen. Magst du sie dir mal ansehen? Oh? Leider habe ich dafür gerade keine Zeit. Aber demnächst sehr gerne. In Ordnung. Ich mag dich nur nicht länger aufhalten. Bis dann, Seto. Bis dann, Felix. Man sieht sich. Den habe ich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen zu lustig gesprochen, aber egal. Das passiert ab und zu mal. Gucken wir mal kurz hier überhaupt in unser Aufgabenbuch rein. Finde etwas über Mikos Aufenthaltsort heraus. Das könnte lange dauern, aber na gut, wir haben ja Zeit.
Scherbenzeit, dann überlege ich gerade, ob ich das jetzt am sinnvollsten Kastenbrot koordiniere. Guten Tag, womit kann ich behilflich sein? Ich als Brotverkäufer. So wie ich das sehe, haben Sie leider keine Krustenbäcke mehr. Das stimmt. Kann ich Ihnen stattdessen was anderes anbieten? Nein, aber danke trotzdem. Das ist genauso wie im echten Leben. Das ist wirklich... Ich liebe Seto einfach nur. Seto! Nee, egal. Das ist aber trotzdem genauso, ist es bei mir auch. Ich gehe halt zum Bäcker, ne? Und wenn die halt nicht ein, zwei, vielleicht auch drei verschiedene Brote da haben, ja, dann dampfe ich halt ab. Was soll der Quatsch? Und vor allem ist es immer genau das Brot ausverkauft, das ich haben will. Wirklich immer genau das Brot, das ich haben möchte, ist ausverkauft. Warum ausgerechnet immer das? Warum ich immer das beliebteste? Und vor allem, warum legen die da nicht nach? Verkäuferin. Interessant, an besonderen Stoffen für den Nähbedarf, der Herr? Ich selbst nicht, meine Freundin näht gerne. Da ich aber nicht weiß, was sie bräuchte, sollte sie selbst ihr Sortiment begutachten. Ihre Freundin? Heißt sie zufällig Terry? Ja, das ist richtig. Ah, dann kenne ich sie. Eine meiner liebsten Stammkunden. Wenn ich so daran zurückdenke, was sie schon alles genäht hat, dann glaube ich das sehr wohl. Sie hat wirklich ein Händchen fürs Nähen. Grüßen Sie sie mal von mir, ja? Werde ich. Auf Wiedersehen. Ja, lieber nicht weiter mit dir interagieren. Die enthüllt nur schreckliche Geheimnisse über unsere Frau. Studentin. Ist das nicht unglaublich? Der wurde überall gesucht. Ja, aber im Ernst, der hatte doch eh keine Chance, sich zu verstecken. In so einer großen Stadt wie Falanka kommt man nicht ungesehen davon. Gerade in einer großen Stadt müssen wir noch ungesehen davon kommen, oder? Moment, reden die beiden etwa von... Entschuldigt bitte, aber von wem redet ihr beide? Von meinem Ex-Freund. Der hat einfach das Studium geschmissen und hatte noch Gebühren zu zahlen. Ist doch klar, dass er da überall gesucht wird. Der kann doch nirgends hin ohne Geld. Gut, dass du rechtzeitig Schluss gemacht hast. Mit dem wärst du nur unglücklich geworden. Du hast so recht. Tratschweiber. Okay, haben uns nicht weiter... Ah ja, da merke ich mal wieder, alte Zeitungen sollte ich vielleicht auch einsammeln. Denn die liegen hier überall rum und in Mikan gibt es ja... Quatsch, Mikan. In Falanka gibt es ja ganz augenscheinlich keine Müllmänner. Ja, das ist der Bereich, den ich im letzten Part... Oder dem ich am Anfang von diesem Part kurz erwähnt habe. Oh mein Gott, dabei fällt mir gerade ein, ich bin ja noch mitten im Part. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Darkson wieder. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr seid's auch. Bis zum nächsten Mal.